Mattes Landwehr. Viele kennen ihn als Lasko, die Faust Gottes, damals auch bei RTL. Mattes, grüß dich. Du bist hier beim Boxing Day TV hier in Berlin. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Danke. Wir haben schon vor einiger Zeit mal was gemeinsam gemacht, schon sehr, sehr lange her. Da haben wir beide wahrscheinlich noch viel besser ausgesehen. Du selber, Vater eines Deutschlehrers, Mutter Sohn. Oder Sohn, Sohn eines Deutschlehrers, Mutter Bildhauerin. War das so ein bisschen ausschlaggebend, dass du sagtest, das ist so diese künstlerische Ader, ich will Schauspieler werden? War das so die Gene der Mutter? Ich denke schon, also meine Eltern haben auch sehr früh mich schon ins Theater gesteckt, sage ich mal. Damals fand ich das am Anfang noch nicht so geil, aber habe dann schon gemerkt, dass es mir immer mehr Spaß macht, vor allem im Medium Film. Und das war definitiv, habe ich da schon was mitbekommen. Da kam jetzt gerade das Stichwort Film. Mhm. Neuer Kinofilm mit dir, klar, in der Hauptrolle. Immigration Game. Genau. Wenn ich richtig informiert bin, 6. Juli. Da ist Kinostart in Deutschland, ja. Wahrscheinlich Premiere, demnach wahrscheinlich auch in Berlin. Was spielst du da und um was geht es in dem Film? Es geht eigentlich um eine perfide Gameshow, in dem Flüchtlinge einen deutschen Pass gewinnen können, indem sie einen Tag lang in Berlin überleben. Und von den Vororten von Berlin werden sie ausgesetzt und müssen zum Alexanderplatz gelangen und in dieser Zeit dürfen sie attackiert werden. Ich spiele Joe, einen Deutschen, der in dieses Spiel reingezogen wird, weil er aus Notwehr einem Flüchtling helfen will. So, das ist die kurze Version. Das ist im Grunde die Geschichte, worum es geht. Du selber hast ein paar Jahre in Asien gelebt, ich glaube anderthalb Jahre. War das so ein bisschen das Vortraining für die damalige Serie Lasko? Auf jeden Fall. Also ich hab damals natürlich nicht explizit dafür trainiert, aber ich habe viele asiatische Länder bereist und viele Kampfkünste studiert und trainiert und das hat mir natürlich sehr viel geholfen dann. Und dann natürlich auch das Boxen so ein bisschen, ne? Das ist ja so eine kleine Leidenschaft von dir auch, wo du sehr, sehr affin bist und natürlich auch gern Boxkämpfe besuchst. Auf jeden Fall. Also für mich ist tatsächlich das klassische Boxen eine der ästhetischsten Kampfsportarten und Kampfkünste. Für mich ist es auch eine Kampfkunst, definitiv. Und vor allem Disziplin muss man haben, ja? Was man sonst eigentlich gar nicht so erwartet. Im Boxsport muss man wahnsinnig viel Disziplin haben. Du hast es vorhin gesagt, Film. Ich möchte auf eine ganz andere Schiene kommen. Seit 2011 bist du Unternehmer. Nicht nur Schauspieler, sondern du bist auch Produzent. Du hast eine eigene Filmfirma mit einem Freund zusammen. Wie kamst du dazu? Ich habe gemerkt, dass ich in Deutschland viel machen durfte, auch viele Projekte gemacht habe, die mir Spaß gemacht haben. Aber dass man, um international sozusagen auch Filme und Serien zu machen, die international konkurrenzfähig sind, das war so der ausschlaggebende Punkt, dass man eben selber auch Stoff entwickeln muss, Drehbücher schreiben muss, beziehungsweise gute Autoren anheuern muss. Ich will gar nicht sagen, dass es die, oder die gibt es definitiv in Deutschland, aber man wird eben sehr beschnitten, weil in Deutschland vor allem Romantic Comedies gedreht werden oder Betroffene. Scripted Reality ist ja so ein mega Markt, ja? Fast jeder Sender beschäftigt sich damit. Gibt es eine Rolle, wo du sagst, das würde ich gerne nochmal spielen, oder ich habe vielleicht einen Schauspieler, eine Schauspielerin, der ich so ein bisschen nacheifere, ist so ein bisschen mein Idol? Mein großes Idol seit meiner Kindheit oder Idol, sagen wir mal, damals war es ein Idol und jetzt ist eine immer noch sehr inspirierende Person für mich, ist Bruce Lee gewesen, der Klassiker, weil er ja auch zum Beispiel Boxen total in sein System integriert hat oder sehr viel über Boxen gesprochen hat, aber natürlich auch ganz breit alle Kampfkünste studiert und analysiert hat und wenn man so die Kampfkunst an sich sieht, ist er, würde ich mal sagen, der kompletteste Kampfkünstler, der in den Medien, im Film jemals aufgetreten ist. Tolles Schlusswort. Ich glaube, wir werden Mattes Landwehr nochmal in irgendwelchen Actionrollen sehen. Da bin ich mir ganz sicher. Heute hier im Merkur Moa Hotel in Berlin, Mattes Landwehr. Ich freue mich mega, dass er hier war, dass wir ein kurzes Gespräch führen konnten. Und am 6.7. Deutschlandpremiere von Immigration Game. Mit ihm natürlich in der Hauptrolle. Klar, was denn sonst?